Hallo meine Lieben, hier ist nochmal Sabine aus Florida. Hört ihr das? Ist da rumpelt? Das ist das Gehirn von Karl Lauterbach, der ganz verzweifelt überlegt, wie er uns jetzt noch eine Impfpflicht verkaufen kann. Und seine Idee war jetzt ja nun auch wirklich nicht schlecht. Er hat gesagt, diese Impfpflicht brauchen wir jetzt, sofort, unbürokratisch, schnell, weil sonst könnte es wirklich sein, dass durch das ungefährliche Omikron in kürzester Zeit die Gesellschaft durchseucht ist und somit eine Herdenimmunität eingetreten ist, weil die Menschen alle immun sind gegen auch andere Varianten dann von Corona, dass es einfach zu spät ist für eine Impfpflicht. Und das kann natürlich nicht sein, weil wir brauchen ja diese Impfpflicht. Diese Impfpflicht ist für die kommenden Jahre und Jahrzehnte von essentieller Bedeutung. Die ist wirklich nicht verzichtbar. Wir brauchen diese Impfpflicht und die können wir halt nur durchsetzen, indem wir sie jetzt schnell durchsetzen, bevor es zu spät ist und sie keiner mehr braucht. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Also ich bin absolut auch seiner Meinung, das muss jetzt alles ganz schnell gehen, weil ich habe allmählich auch keinen Bock mehr zu dem Mist. Und ihr hört nochmal hin. Morgen hat er bestimmt irgendwas Neues an petto. Macht's gut.